So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Vectorworks Spotlight Getting Started Webinarreihe. Heute Teil 6. Mein Name ist Zeki Tosun und heute geht es wieder in die Werkzeuggruppe Veranstaltungsplanung. Wir werden ein bisschen über Videoplanung sprechen, über GIS und Raumplanung. Im ersten Block dann ein wenig in Richtung LED-Wand und Bildschirmwerkzeug. Und ein bisschen intensiver in Richtung LED-Wand, dass wir da schön mal alles durchsprechen im Detail. Und dann im zweiten Block ein paar weitere Features, einmal die Bestuhlung und wie man da Gänge einstellt oder allgemein, wie man eben eine Veranstaltungsbestuhlung mit Vectorworks anlegen kann. Vorhänge oder auch Absperrungen als dekorative Artikel mit einbinden kann in die Planung. Und am Ende dann, wie gesagt, GIS, das heißt, wie wir eben Orte lokalisieren können oder auch Geobilder erstellen können, um eben demnach planen zu können oder darauf aufbauen, planen zu können. Ja, schauen wir uns das Ganze einmal an. Wo soll die Reise hinführen? Ich denke mal, die Bestuhlung ist unschwer erkennbar. Und auch hier draußen sehen wir schon die Absperrungen, die wir heute erstellen wollen. Und wie gesagt, auf der Bühne eben diese LED-Wände, wie man die anlegt, wie man die an die Traverse bringt. Und ich habe mit der Bestuhlung jetzt nicht allzu übertrieben. Ich wollte es ein bisschen übersichtlicher halten und auch fürs Webinar möglichst die ja, reibungslose Arbeit im 3D ermöglichen. Wenn wir einmal wieder in die leere Datei wechseln, das ist praktisch das Endprodukt des letzten Webinars, nur alles deaktiviert, was wir an diesem Zeitpunkt eben noch nicht benötigen. Ja, ich habe einmal die Traversen für die wir schon vorher angedacht haben, für die Video-Walls, LED-Walls, habe ich einmal eingeblendet. Und damit würde ich dann auch jetzt direkt starten. Das heißt, wir gehen in die Werkzeuggruppe Veranstaltungsplanung und wählen einmal das LED-Wand-Tool aus. Und die LED-Wand hat wieder verschiedene Einsatzmethodiken und auch hier den Stift mit dem Schraubschlüssel. Wenn wir da einmal drauf gehen, haben wir die verschiedenen Eigenschaften, die die LED-Wand uns eben bietet, die wir an ihr einstellen können. Das wäre ganz oben die Modulform. Ich werde das alles kurz mal zeigen, aber am sinnvollsten ist es, wenn ich das an einem Beispiel gleich nochmal verdeutliche. Nur kurz, hier oben definieren wir eben die einzelnen Module, wie die aussehen. Hier kann ich sagen, durch welche Parameter ich eben meine Matrix definieren möchte und kann dann eben auch diese Parameter demnach bestimmen. Ja, projiziertes Bild ist vielleicht hier kurz noch zu erwähnen, ist eine Einstellung, die ich finde, die in allen Videowerkzeugen gibt uns einfach die Möglichkeit, auf den Videocontent eben festzulegen. Gerade für ja, Renderings ist das ganz hilfreich, um einfach zu sehen oder einfach eine Visualisierung zu haben auf einem ja, Videogerät oder größeren Leinwänden. Ich lasse es jetzt erstmal so in den Default-Einstellungen. Wir werden jetzt eine LED-Wand haben, die aus Kacheln besteht. Diese Kacheln definieren sich durch 5 cm auf 5 cm Größe und wir haben 5 horizontale und 5 vertikale ja, Module. Dann haben wir hier diese Ansicht, diese ja, Voransicht, diese Vorschau unserer LED-Wand. Mit dem ersten Klick kann ich sie einsetzen und mit dem zweiten, den ich noch nicht ausgeführt habe, mit dem zweiten Klick können wir eben die Rotation bestimmen. Ich werde sie jetzt erstmal einfach hier einsetzen, neben unserer Hauptzeichnung, um einfach ja, in Ruhe das Ganze einmal durchgehen zu können. Wir sehen hier, wir haben vorne eine helle Fläche und hinten eben diese graue Fläche. Das Graue sind eben genau diese Kacheln und das Hellgraue, das Dunkelgraue ist eben die Modulform und das Hellgraue ist eben die Darstellung bzw. auch die Größe, mit der wir unsere Module eben definieren. Hier haben wir derzeit noch 5 auf 5 Zentimeter. Ich werde jetzt einfach mal das Ganze auf 1 Meter, damit wir einfach rechnen können, vergrößern. Und ich habe jetzt nur die Breite geändert und wir sehen, hinten das Dunkelgraue bleibt gleich, aber hier vorne das Hellgraue wird eben größer. Und das ist eben dann im Endeffekt das Modul und hinten beschreibt einfach nur die Modulform oder auch die Aufhängung in gewisser Weise.
Das heißt, ich gebe auch bei der zweiten noch einen 1 Meter ein. Ich hätte gerne quadratische Module. Wir sehen auch diesen Kante an Kante. Das liegt daran, dass der Abstand, weil er kleiner war, automatisch auf den Mindestabstand geht, den wir brauchen, damit die Module nicht übereinander liegen. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Nur nicht wundern, dass das hier automatisch alles immer passt. Das ist eben, weil der Mindestabstand eben automatisch sich einstellt. Definiert ist unsere Matrix derzeit durch ihre Modulanzahl und den Abstand. Die Modulanzahl definiert sich eben, die kann ich nicht eingeben, weil die definiert sich ja über die Anzahl der horizontalen und die Anzahl der vertikalen Module, die ich eben definiere. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel gerne, weil unsere Traverse ist circa 9 Meter oder ist 9 Meter lang, vielleicht eine LED-Wand von 7 Metern Breite und 4 Metern Höhe. Und demnach baut sie sich dann eben auch auf, weil ich eben die Anzahl definiere und den Abstand. Der Abstand ist, wie gesagt, jetzt dadurch, dass wir die Modulform erhöht haben, die Breite und die Höhe eben minimal geworden, beziehungsweise hat den kleinsten Abstand eingenommen. Hier steht jetzt 1 Meter, weil es ist mit Abstand nicht der Abstand zwischen den Modulen gemeint, sondern der Abstand zwischen der Modulkante zur nächsten Modulkante. Würde ich hier also zum Beispiel horizontal 1,10 Meter eingeben, würde sich hier dieser 10 cm breite Spalt eben aufbauen. Das gleiche gilt auch für den vertikalen Abstand. Aber heute wollen wir das Ganze einmal schön bündig aneinander und sauber eben haben. So, und vielleicht in dem Zuge, jetzt sieht man nämlich schön die verschiedenen Formen. Gehen wir einmal nochmal schnell die verschiedenen Modulformen durch. Das Default oder das, ja, normale, die normale Form ist neben die Kacheln. Ich kann das Ganze aber auch als Kachelblock definieren. Dann habe ich hier solche Kanten drin, weil es eben solche Blöcke werden. Ich kann das Ganze auch als rund definieren und hätte ich dann solche runden LED-Panels oder solche runden LED-Module. Rundblock ist das Pendant zu dem Kachelblock, also einfach dann Klötze eben als LED-Module. Die letzten zwei ist einmal die Röhre. Hier vielleicht jetzt unpraktisch dargestellt mit diesen 90 Zentimetern, ja, oder 1 Metern Breite. Da müsste man halt dann das Ganze anpassen für Röhrenbreite. Aber ich denke, die Kalotte lässt sich durch die Größe wieder sauber eben darstellen. Und genau. Wir wollen heute, glaube ich, einmal bei der Kachel verbleiben. Das ist eigentlich oder die solideste Modulform. Ja, die LED-Wand haben wir jetzt schon definiert. Wie gesagt, ihr könntet auch über andere Definitionen gehen, zum Beispiel die Gesamtgröße und die Modulanzahl. Dann würde ich hier eben meine Matrixbreite und meine Matrixhöhe bestimmen und demnach auch die Anzahl und die, also die Anzahl horizontaler und vertikaler Module und demnach würde sich meine Matrix eben aufbauen. Ich benutze gerne die erste Option. Jetzt müssten wir das Ganze noch mal kurz eingeben, weil es sich von der vorherigen Einstellung übernommen hat. Und wir kriegen auch die Gesamtmodule dann direkt angezeigt, die sich eben ja, zusammentun. Auch eine Zusammenfassung der Höhe und der Breite insgesamt. Die nächste Einstellung sind die Pixel pro Modul, einmal horizontal, einmal vertikal. Wir haben viereckige Module, das heißt gleiche Pixel horizontal wie vertikal. Ich habe da jetzt keine Zahl im Kopf, ich gebe einfach mal der Einfachkeit halber 100 ein für 100 Pixel vertikal und 100 horizontal pro Modul. Und er errechnet mir dann die Modulmatrix insgesamt, also die Pixel, vorhandenen Pixel insgesamt. Sind wahrscheinlich gerade viel zu wenig, aber ich denke, zur Veranschaulichung ist das ganz, ganz gut, so einfache Zahlen zu verwenden. Die Befestigung sehen wir hinten. Die kann ich eben jetzt hier auch nochmal eben umdefinieren. Hätte ich gerne einen Rahmen, dann kann ich mir hinten einen Rahmen reinsetzen. Hätte ich lieber ein Gitter, kann ich mir eben diese Gitter einfügen lassen. Das ist, denke ich, von dem Hersteller bzw. von der Modulbeschaffenheit abhängig. Ich würde es jetzt mal bei Blöcken oder bei vielleicht vertikalen Streifen eben belassen. Ich könnte hier auch noch das Gehäuse definieren. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht tun, weil es hier erstmal so passt, wie es ist. Falls ihr wollt, könntet ihr hier noch eine Neigung definieren, zum Beispiel 5. Und wir sehen,
dass sich das Ganze dann um 5 Grad nach hinten neigt. Aber ich könnte auch äquivalent minus 5 eingeben und dann würde es sich eben so nach vorne neigen. Also da seid ihr sehr flexibel. Projiziertes Bild habe ich ja eben schon mal angesprochen, ist im Endeffekt bei jedem Videotool die Möglichkeit, hier eine Visualisierung drauf zu geben, ein Bild drauf zu geben. Wenn ihr da einfach einmal draufklickt, kommt ihr in ein Einstellungsmenü oder Einstellungsfenster, wo ihr eben dieses ja, Bild, diese Darstellung eben auswählen könnt. Wenn ihr auf den Pfeil einmal klickt, könnt ihr euch aus der Bibliothek von Vectorworks, die findet ihr, wenn sie jetzt bei mir ist, sie nämlich schon drin, weil ich es schon des Öfteren getan habe. Wenn ihr sie noch nicht habt, müsst ihr hier links bei der Vectorworks-Bibliothek einmal bei Attribute und Vorgaben in die Videowand rein. Mit dem Pfeil könnt ihr das öffnen. Dann die Bilder öffnen. Bei Hintergrundbildern könnt ihr euch dann hier eins aussuchen, zum Beispiel diese Farbbars. Einfach mit dem Doppelklick bestätigen. Ich nehme jetzt einfach mal 16 zu 9, weil das am ehesten drankommt, was wir da haben. Und ja, dann projiziert sich eben dieses Bild auf euer Gerät bzw. euer Videogerät. Ja, wenn ich möchte, kann ich hier auch noch Leistungsangaben machen. Ich kann wie in den anderen Tools, die wir jetzt schon kennengelernt haben, wieder Beschriftungen und Klassenzuweisungen machen. Das lasse ich jetzt mal hier außen vor, weil ich denke, das Prinzip ist immer das gleiche. Da können wir uns die Zeit hier lieber sparen und können noch ein paar andere Dinge dafür heute zeigen und erklären. Ganz unten haben wir wieder die Möglichkeit, auch wie in anderen Tools, die Lasten eben zu bestimmen. Ist vielleicht in dem Punkt wichtig, wenn ihr das Ganze später auch noch rechnen wollt an der Traverse. Ansonsten sind das alle Einstellungsmöglichkeiten, die ihr hier habt an der LED-Wand. Ich denke, es ist relativ simpel. Ich würde immer zuerst das Modul eben definieren und demnach dann aussuchen, wie ich gerne meine Matrix eben einstellen möchte. Ich denke, das ist planungstechnisch abhängig und auch für die ein oder andere Person eben vom Workflow einfach unterschiedlich. So, wie kriegen wir das ganze Ding jetzt an die Traverse? Wir verschieben es einmal erstmal in die richtige Position. Dafür benutze ich das Verschieben-Tool. Oder ich drücke M als Shortcut. Dann wähle ich hier die Mitte aus. Also das ist jetzt meine Vorgehensweise. Ihr könntet das auch anders lösen. Ich habe mich da so eingespielt. Mit dem Verschieben-Tool setze ich hier einen Vektor fest. Das heißt, ich hatte jetzt einmal hier geklickt, ziehe jetzt meinen Vektor hierhin, schön an die Kante der Traverse. Und die Traverse haben immer schön diese Einfügepunkte. Und da kann ich jetzt mit einem zweiten Klick meine LED-Wand eben hin verschieben. Es ist hier natürlich noch nicht richtig ausgerichtet. Dafür drücke ich D oder benutze hier das Rotieren-Werkzeug, wähle den Mittelpunkt als Rotierpunkt. Ja, dann jetzt müsste ich meine Achse bestimmen. Die Achse ist entlang, gerade entlang meiner LED-Wand. Jetzt habe ich die LED-Wand ausgewählt. Und jetzt kann ich sie ausrichten, so wie ich sie brauche. Und ich kann einfach wieder hier einen Bezugspunkt der Traverse nutzen, um eben genau mittig hinzukommen. Wenn ihr zu diesen, ich nenne sie mal grundlegenden Operationen, Fragen habt, könnt ihr gerne am Ende stellen. Da kann ich auch nochmal den einen oder anderen Trick erklären. Ich würde euch raten, die immer wieder zu benutzen und nicht alles händisch zu machen, weil das einfach sehr viel Zeit spart und sehr, 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 ja, einen viel effizienteren, viel flüssigeren Arbeitsprozess eben ermöglicht. Ich wähle wieder das Verschieben-Tool aus, wähle wieder hier die Kante und kann jetzt eben an den Endpunkt gehen. Und ich sehe, das sind 2 Meter. Ich brauche aber nur die Hälfte, damit es sich mittig positioniert. Also eine 1 ein. Bestätige das Ganze. Und die LED-Wand ist mittig eben positioniert in meiner Traverse. Wenn ich mir das Ganze jetzt im 3D anschaue, siehe da, sie hängt schon an der Traverse. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, sehr, sehr cool, dass das eigentlich von automatisch alles funktioniert, dass die Traverse eben erkennt, okay, das ist eine Last und die Last kommt eben an diese Position. Und wenn ich die Position einmal auswähle, sehe ich auch hier, dass sie diesen Anschlagpunkt eben sieht oder erkannt hat. Dieser blaue Pfeil ist immer sehr, sehr praktisch. Sollte der mal nicht da sein, habt ihr immer noch die Option, die LED-Wand auszuwählen. Bei Rigging, wie wir es schon mal an den ersten Webinaren hatten, ganz unten Lasten verwalten. Und dann könnt ihr hier anschlagen und dann könnt ihr sie eben an die jeweilige Position eben anschlagen. Brauchen wir hier nicht, ist schon getan. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze auf die andere Seite bringen. Dafür wähle ich das Spiegeln-Werkzeug oder drücke S.
wähle die Achse, das ist hier natürlich sehr schön sauber, einfach die Mitte, klick einmal, jetzt bestimme ich die Spiegelachse, ich gehe gerade nach oben, klicke ein zweites Mal und auch hier passt das alles direkt. Wenn ich die Traverse auswähle, auch hier habe ich dann automatisch schon die Verlinkung, dass hier eben die Last eben angeschlagen ist. Und wenn ich hier ganz mal unten schaue, bei der LED-Wand sehe ich auch, dass es hier eine verteilte Last ist. Also das hat das Ding oder das Gerät auch schon oder das Objekt auch schon auf dem Schirm. Ja, ansonsten wäre das zunächst, was die LED-Wand betrifft, alles, was ich heute zeigen wollte, ist ein sehr, sehr komplexes Tool. Nicht allzu schwer, aber trotzdem in gewisser Weise doch sehr flexibel und ich denke, hat auch oft den Einsatz oder hat viele Einsatzzwecke. Ich denke, da hilft einfach mal ein bisschen rumprobieren und sich da ein bisschen eingewöhnen, um das Ganze ein bisschen ja, schneller und effizienter planen zu können. Ansonsten lasse ich das erstmal so, wie es ist. Ich denke, da sind wir jetzt ganz gut durchgekommen. Wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr die auch gerne am Ende stellen. Ansonsten würde ich nämlich jetzt zum Bildschirm kommen. Vielleicht auch vorne ab, nicht, dass ihr verwirrt seid. Leider würden wir es heute zeitlich nicht schaffen, noch auf die Videoleinwand oder die Großbildleinwand zu kommen. Das kommt aber eventuell noch in einer der späteren Webinare, wenn wir da zeitlich noch im Raum haben. Heute aber, weil der eben noch relativ fix zu erklären ist, wollte ich einmal noch den Bildschirm vorstellen. Auch in der Werkzeuggruppe Veranstaltungsplanung wieder hier verschiedene Einsatzmethodiken. Und ja, über den Schlüssel und den Schraubstock können wir wieder unser Objekt näher definieren. Aber auch hier würde ich das Ganze erstmal einsetzen, damit wir einfach sehen, was wir da verändern. Hier seht ihr auch schon, es gibt nicht viele Einstellungsmöglichkeiten, ist eigentlich ein relativ simples Tool. Aber ich glaube, der Bildschirm ist gerade für Messestände ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug oder ja, häufig im Gebrauch. Das heißt, ich bestätige jetzt erstmal mit OK und sehe jetzt hier mein Objekt. Im ersten Klick kann ich wieder das Ganze an eine Position fixen und mit dem zweiten Klick eben die Ausrichtung festlegen. Dann setze ich der Bildschirm rein und ich sehe, das ist eigentlich ein solides Objekt. Jetzt kann ich eben hier zunächst einmal sagen, möchte ich einen Flachbildschirm, also bei der Option Gerät möchte ich einen Flachbildschirm, möchte ich einen CRT oder der flach ist oder einen Reihen, also so einen Dinosaurier. Da kann ich zunächst einmal das Gerät definieren, weil je nachdem, was für ein Gerät ich definiere, kann ich dann demnach halt das Gehäuse wählen bzw. das Aussehen wählen. Und da bringt halt jedes Gerät andere Bibliotheken, will ich mal sagen, mit. Wir wollen jetzt aber erstmal den Flachbildschirm nutzen. Na, ja, so. Und hier können wir zunächst einmal das Bildformat bestimmen. Ich denke, 16 zu 9 ist das gängigste. Und wir können das Gehäuse bestimmen. Und das Gehäuse, da haben wir relativ viele Auswahlmöglichkeiten, aber im Grunde ist es gar nicht so kompliziert, wie es aussieht, weil es sind immer nur die Zollzahlen und was für eine Art Bildschirm ist, um was für eine Art Bildschirm es sich handelt. Wir haben unten noch LCD und Plasma. Und dann eben verschiedene Ausführungen dieses Bildschirms. Zum Beispiel hier haben wir so einen ja, Konferenzbildschirm oder Präsentationsbildschirm. Wir können das Ganze aber auch horizontal bzw. hochkant eben auswählen oder mit Fuß unten. Das haben einfach diese verschiedenen Abkürzungen hinten dran zu tun. Da auch einfach mal durchprobieren. Auf jeden Fall muss man da jetzt nicht anfangen, das Ding zu rotieren oder sonst was zu machen. Es sei denn, man hat wirklich ganz abstruse Formen. Ansonsten lässt sich das alles relativ durch diese verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eben lösen. Und wie gesagt, unten haben wir auch dann nochmal LCDs oder auch den Plasma. Ja, was kann ich noch machen? Bevor ich aufs Betrachtungsfeld komme, noch ganz kurz. Hier unten habe ich einen Standfuß, den kann ich noch definieren. Ich mache dafür vielleicht hier einmal den Default sozusagen wieder rein, ohne irgendwelche Features. Ja, wenn ich den aktiviere, baut sich halt eben demnach so ein Standfuß an meinem Bildschirm auf und den kann ich auch in Höhe noch ein bisschen definieren, wenn ich das brauche oder möchte. Hier habe ich auch wieder die Option projiziertes Bild. Das gleiche Spiel wie bei der LED-Wand.
Ich kann hier ein Bild aussuchen und eben auf meinen Bildschirm projizieren lassen. Und auch hier und auch bei der LED-Wand haben wir eben die Option, eigene Bilder auch zu erstellen für unseren eigenen Content. Das Ganze funktioniert über Materialien. Wenn ihr da am Ende noch Fragen habt, kann ich das am Ende noch kurz erwähnen oder kurz mal anteasern. Ist auf jeden Fall möglich, dass man da noch eigene Bilder für seinen eigenen Content eben reinsetzt, über eigen erstelltes Material. Ich schalte den Standfuß mal wieder aus und das Einzige, was noch fehlt im Grunde, ist das Betrachtungsfeld. Dafür gehe ich mal in die 2D-Ansicht. Ja, wenn ich das Betrachtungsfeld aktiviere, dann baut er mir so einen Kegel auf. Das Betrachtungsfeld ist halt eben hier definiert und kann eben umdefiniert werden, je nachdem, was zum Beispiel das Datenblatt des Herstellers angibt oder wie ich das für mich gerne definieren möchte. Ist natürlich auch für Messestände interessant, wenn ich sehe, wo fange ich Kunden oder Teilnehmer ein, dass sie aufmerksam werden auf meine Darstellung als Beispiel. Genau, den kann ich aktivieren, deaktivieren, je nachdem, ob ich ihn gerne hätte. Und ich denke, somit ist das Bildschirmtool auch angeteasert, gezeigt, bringt nicht allzu viele Einstellungsmöglichkeiten, was ja auch gar nicht notwendig ist, mit sich. Ist also ein relativ schnell zu lernendes Tool. Und ich denke, die restlichen Einstellungsmöglichkeiten sind ja bekannt. Wie gesagt, so etwas wie Lasten oder Beschriftung oder Klassen, das zieht sich durch alle Werkzeuge in Vectorworks durch. Wir haben es jetzt in vielen Werkzeugen gezeigt und angesprochen. Ansonsten schaut euch da nochmal die Webinare an oder beim Wiki, bei Vectorworks Wiki. Ja, ist immer eigentlich die gleiche Funktionsweise. Hier bei unserer Produktion macht ein Bildschirm weniger Sinn, deshalb habe ich sie mal rausgelassen und habe sie jetzt mal so nebenbei einfach mal gezeigt. So, das wäre dann der Block zum Video. Ich würde dann jetzt direkt zu den weiteren Features kommen, beziehungsweise mit der Raumplanung weitermachen und da einfach mal ganz oben die Bestuhlung, die ja heute noch zu zeigen ist, einmal mit der Bestuhlung anfangen. Die Bestuhlung hat sich in den letzten Versionen immer wieder verändert und im Moment ist es eigentlich ja, sehr einfach geworden, sehr, sehr effizient geworden. Wir wählen einfach das Werkzeug aus und haben jetzt erstmal hier oben wieder verschiedene Möglichkeiten, unsere Bestuhlung zu bauen. Habe ich schon eine Fläche, die ich eben mit einer Bestuhlung in sozusagen füllen möchte, deshalb dieser Eimer, kann ich die auch zeichnen und mit diesem Eimer eben diese Fläche füllen. Möchte ich jetzt eine neue Fläche zeichnen, kann ich eben einmal hier sagen, über welche Form ich das tun möchte. Und beim Polygon habe ich wieder wie beim normalen Polygon-Tool die verschiedenen Polygon-Optionen. Ich bleibe heute mal bei einem Rechteck, der Einfachkeit halber. Und ich könnte das Rechteck, wie gesagt, auch so vorher zeichnen und dann über das Bestuhlungstool, über den Eimer, hier meine Bestuhlung, ihr seht, das wird so ein roter Rand, könnte ich auch so anlegen. Da jetzt alle Anlegemöglichkeiten durchzugehen, leider schwierig. Ich bleibe jetzt mal bei dem Rechteck hier. Ich wähle das Rechteck aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Bestuhlungsstil auszuwählen. Ich glaube, das hatten wir bisher in der Webinarreihe noch gar nicht, das Wort Stil oder die Option Stil bei einem Werkzeug. Stile sind anders als zum Beispiel hier bei unserem Scheinwerferwerkzeug haben wir gesagt, wir können hier ein Symbol auswählen und das Symbol dann in unsere Zeichnung einsetzen. Stile bei Vectorworks sind nochmal etwas anderes. Das sind praktisch ja, vorgefertigte, ja, Stile ist ja eigentlich schon das Wort, was es gut beschreibt, sind schon vorgefertigte Schemas, die wir eben uns zunutze machen können. Die wurden von Vectorworks schon angelegt. So eine Art Prozessvereinfachung beim Zeichnen. Die kann man sich aber auch selber anlegen, wenn man selber gerne die oder die Bestuhlung hätte. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal die erste Bestuhlung, wählen die aus. Das sind jetzt vorgefertigte Bestuhlungsszenarien von Vectorworks. Nicht gesamt, sondern einfach, wie sich eine Bestuhlung grob strukturieren soll. Ich wähle das jetzt einfach mal aus. Ich werde euch das auch gleich nochmal zeigen, was das im Detail bedeutet. Nämlich hier in der Einstellung kann man diesen Stil nochmal genauer definieren. Ich würde es am liebsten aber jetzt erstmal zeichnen. Ich glaube, sonst stiftet das zu viel Verwirrung. Und dann gehen wir das nochmal kurz nacheinander durch. Also, zunächst wähle ich meine Auswahl, meine Methode, mit der ich meine Bestuhlung zeichnen möchte, aus und dann den Stil. Muss ich aber auch nicht, wenn ich keinen Stil möchte.
Wenn ich keinen Stil möchte, kann ich den auch eben lassen. Und wenn ich dann mein Rechteck eben zeichne, sagen wir einfach mal so groß, na, dann muss ich jetzt noch die Richtung bestimmen, in denen die Stühle ausgerichtet werden sollen. Das mache ich mit, da entscheidet jetzt dieses Fadenkreuz drüber. Das heißt, ich gehe einmal nach oben, weil die nach vorne gucken sollen. Und Quatsch, jetzt habe ich Blödsinn erzählt, tut mir leid. nochmal, ich zeichne das Rechteck. Mit dem ersten Fadenkreuz bestimme ich die Lauflinie der Sitzreihen. Das heißt, gehe ich so nach rechts, werden meine Sitzreihen nachher so horizontal aufgebaut. Gehe ich vertikal nach oben, bauen sich die Sitzreihen vertikal auf. Ich gehe jetzt nach rechts, um die horizontal aufzubauen. Und mit dem zweiten Klick bestimme ich dann praktisch die Ausrichtung meiner Sitze. Und wenn ich das gemacht habe, habt ihr schon gesehen, baut sich eben diese Bestuhlung auf. Und ja, das hat jetzt so funktioniert. Oder ihr seht jetzt hier zumindest den Stil, den ich eben ausgewählt habe. Der wurde hier automatisch angelegt und ermöglicht mir automatisch, dieses Rechteck eben zu füllen. Wenn ich keinen Stil auswähle, Bestuhlung, Rechteckmethode, Stil, beziehungsweise ich muss auf den Schraubschlüssel und Stil entfernen, habe ich jetzt keinen Stil ausgewählt und mache das. Gehe also mit nach rechts, um horizontale Linien zu haben, oder ich gehe mal 45 Grad. Jetzt sind meine Bestuhlungsreihen sind 45 Grad ausgerichtet und meine Ausrichtung möchte ich links nach oben haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ihr seht ja hier, wie das jetzt ausgerichtet ist. Bestätige ich mit OK. Und ich sehe, meine Reihen sind 45 Grad nach links ausgerichtet und meine Bestuhlung selbst richtet sich nach links oben aus. Und ich sehe ja auch hier, dass hier kein Stil vorliegt. Das heißt, er füllt es einfach mit Default-Sitzen, mit dem oder dem von Vectorworks festgelegten Abstand und all das ist halt noch nicht definiert. Das können wir jetzt selber definieren. Ein Stil hat das alles praktisch schon vorher definiert. Und das kann halt in bestimmten Situationen einfach die Arbeit sparen. Ich lösche das mal nochmal raus und wähle nochmal hier diesen ersten Stil aus. Zeichne nochmal ein Rechteck. Und jetzt muss ich wieder die Sitzreihen definieren. Beim Stil ist es auch eben egal, wie ich meine Reihe definiere. Ich könnte jetzt so gehen und hier nach links. Er würde trotzdem das Ganze gerade ausrichten, weil es im Stil einfach so festgelegt ist. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig am Anfang, aber im Grunde, wenn man einfach damit ein bisschen gearbeitet hat oder sich ein bisschen damit befasst, dann wird das mehr oder weniger klar. Wenn wir nämlich jetzt in die Einstellung gehen von der Bestuhlung, sehen wir, wir können hier nichts anfassen. Block, Begrenzung ist alles festgelegt, weil Vectorworks hat gesagt, das ist ein Stil und den haben wir festgelegt und der ist so wie er ist er zu verwenden. Möchte ich das nicht, muss ich hier oben auf Bestuhlungsstil entfernen und habe jetzt die Möglichkeit, meinen Bestuhlungsstil oder den Bestuhlungsstil anzupassen, wobei er dann nicht mehr der Bestuhlungsstil ist, den ich hatte. Dann muss ich den als neuen Stil abspeichern, weil ich Änderungen vorgenommen habe. Und eben hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze so zu definieren, wie ich das gerne haben möchte. Das heißt, ich kann den Sitzabstand definieren, ich kann den Sitzreihenabstand definieren und so weiter. Das jetzt einzeln nacheinander zu zeigen, das schaffen wir leider zeitlich nicht. Auf jeden Fall lässt sich eben hier jetzt die Bestuhlung genauer definieren. Ich kann auch hier unten praktisch ein anderes Symbol wählen. Das ist dieser Event Chair, das ist dieser ja, gewöhnliche Stuhl, mit dem sich gerade die Bestuhlung aufbaut. Den kann ich ändern. Ich kann auch meinen Block sagen, dass ich das Ganze gerne durchnummeriert haben möchte oder auch die Reihen durchnummeriert haben möchte, in welcher Art das Ganze gezählt werden soll. Ich kann hier Begrenzungen festlegen und auch den Winkel meiner Sitzreihen festlegen und deshalb hat er sich eben auch nicht angepasst, als ich ihn extremst mit den Winkeln verzogen habe, weil wenn ich in meinem Stil einen Winkel eben festsetze, dann ist egal, was ich bei der Erstellung eben einstelle, der Stil ist immer das Ausschlaggebende. Und demnach kann ich dann eben hier
das Ganze auch jetzt nach, im Nachhinein auch noch händig eben anpassen. Wenn ich sage, ich hätte gerne die Sitzreihen um 45 Grad gedreht, dann müsste ich das einfach hier eben einstellen. Ja, und Klassen ist wieder mal das Gleiche. Ich kann sagen, ich hätte bestimmte Objekte gerne in bestimmten Klassen und in der Ausgangseinstellung, in der ganz normalen Einstellung, ist es eben in derselben Klasse, in die ich meine Bestuhlung schmeiße. Wenn da noch Bedarf ist, gerne später fragen. Es ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei einem Getting Started, die Balance zu finden zwischen ich bringe etwas kurz mal, stelle etwas kurz vor und oder ich gehe zu sehr ins Detail, weil dieses ins Detail gehen, das frisst dann auch immer sehr viel Zeit. Ich denke, das Bestuhlungstool ist dann auch jetzt nochmal was Neues, weil es hier um Stil geht. Stil ist oft in den Architekturtools vorhanden, wenn es um Dämmungen geht, wenn es um Wandstile geht. Das heißt, ich habe eine Wand, die aus 30 cm von der einen Schicht besteht, 20 cm von der nächsten Schicht und so weiter. Dann sind das alle, sind die in Stilen festgelegt und ich kann diese Stile halt sehr schnell verwenden. Und genauso ähnlich könnt ihr euch das hier vorstellen. Das heißt, es gibt Bestuhlungsszenarien und die hat Vectorworks eben als Default schon mal festgelegt. Und wenn ich die gerne benutzen möchte, kann ich mir die eben hier in der Bibliothek eben aussuchen. Und ja, so viel eigentlich jetzt kurz zu der Bestuhlung. Wir können jetzt in die Bestuhlung, können wir auch noch einen Gang einsetzen. Der Gang funktioniert so ähnlich wie dieses Bestuhlungswerkzeug. Das heißt, ich kann einmal die Gänge vorher mit einem Rechteck vorbauen und dann mit diesem Eimer eben, ja, wie sagt man, füllen. So, Entschuldigung, ich muss kurz das Fenster zumachen. Genau, beim Gang waren wir. Der Gang funktioniert genauso wie das Bestuhlungstool eigentlich. Wir können auch hier vorher ein Rechteck zeichnen, das wir dann füllen als Gang, oder wir wählen einfach hier selber eben mittels Rechteck oder Polygon die Größe des Ganges. Große Einstellung hat er jetzt nicht, man kann ihm halt einen Namen geben. Ansonsten ziehen wir einfach unser Rechteck darüber. Und ihr seht ja hier, dass er mir die Stuhlung eben abkapselt und ich da eben meinen Gang dann habe. Das kann ich beliebig oft machen. Und ja, es ist sehr klug, diese Gänge eben in bestimmte Klassen zu schmeißen, weil ansonsten das Problem bei Gängen ist eben, in Anführungszeichen Problem, dass man sie halt im 2D, im 3D sieht als Flächen. Und wenn ich das eben nicht möchte, muss ich sie in separate Klassen speichern, dass man da die Gänge eben ausschalten kann. Ansonsten kann ich denen auch hier Farben geben, zum Beispiel für einen Flucht- oder Rettungsweg, Plan, wie auch immer. Da ist man sehr, sehr flexibel. Und ja, ihr seht ja auch hier gerade diese Bestuhlung, das ist genau dieser Event-Chair, der eben in diesem Stil festgelegt ist. Aber schaut euch einfach mal die Einstellungsmöglichkeiten in einem Stil an. Da kann man relativ viel selber machen, anlegen, Stühle benutzen. Man muss halt schon ein bisschen austüfteln mit Abständen und Co. Ihr seht auch gerade hier nochmal kurz, wenn ich den Gang lösche, füllt sich diese Bestuhlung auch wieder. Und finde ich sehr gut gemacht in 2020. Sehr flexibel. Wenn ich diese Option Zerschneiden aktiviere, dann bleibt die Lücke sozusagen, weil dann zerschneidet er mir die Bestuhlung. Das müsst ihr halt entscheiden, was ihr wollt. Ob ihr jetzt diesen Gang behalten wollt oder ob ihr eure Bestuhlung zerschneiden wollt, dass ihr den Gang danach löschen könnt. Oft macht es ja Sinn, ihn schon zu behalten, wie gesagt, für Flucht, Rettungswege und Co. Genau, ich werde jetzt nicht so eine große Bestuhlung machen wie anfangs gezeigt, wobei die ja auch jetzt nicht groß war. Aber da könnt ihr ja selber mal hier die Halle füllen. Ihr könnt auch gerne, was ja möglich ist, Diagonalen bauen. Oder ihr habt vielleicht auch schon gesehen, hier bei den Stilen gibt es auch
solche kurvigen oder runden Bestuhlungsformen. Wie gesagt, das sind schon alles festgelegte Stile. Ihr könnt euch ja auch mal anschauen, wie die Einstellungen in diesen Stilen gemacht wurden, wie die aussehen und demnach eben da ein bisschen euch reinfinden. Ist leider nicht im Sinne des Getting Started Webinar, dass man hier jetzt großartig ins Detail geht. Aber wie gesagt, wer da wirklich irgendwie noch heiße Fragen hat, einfach am Ende dann stellen. Ansonsten haben wir die Bestuhlung. Dann würde ich jetzt zum nächsten Schritt noch kurz zum Vorhang und zur Absperrung kommen. Und am Ende sprechen wir dann auch noch hier über die beiden, ja, Geo-Werkzeuge. Der Vorhang ist eigentlich ganz einfach. Ich kann wie mit dem Polygon-Tool hier die Methoden wählen, womit ich ihn zeichnen möchte. Ich werde es jetzt erstmal hier an der Seite tun. Das heißt, ich könnte so einen Zickzack machen. Am Ende muss ich mit einem Doppelklick auf dem Endpunkt bestätigen. Und dann hier beim Vorhang seht ihr, habe ich halt eine Menge Einstellungsmöglichkeiten. Ich bestätige das Ganze jetzt erstmal mit OK. Ihr seht, dann baut sich so ein Vorhang auf. Also wie gesagt, da ist man sehr flexibel. Ich kann einfach eine gerade Linie ziehen. Ich kann ihn auch kurvig machen mit den Optionen. Und sobald ich ihn am Ende mit einem Doppelklick bestätige, baut er sich eben auf. Und auch die grundlegenden Einstellungen sind halt immer festgelegt. Aber genau die können wir halt jetzt im Nachhinein anpassen. Wir können erstmal die Funktion ändern, weil manchmal brauche ich auch einfach nur eine Verkleidung, zum Beispiel Molton an der Bühne, was wir am Ende auch machen werden. Oder ich möchte hier so ein Teleskopvorhangsystem. Wir lassen es jetzt hier erstmal im Vorhang. Ich kann die Höhe bestimmen. Ich kann den Abstand zur Oberkante bestimmen. Der ist praktisch mit der Höhe gekoppelt, beziehungsweise ich definiere die Höhe und dadurch verschiebt sich halt dann mein Vorhang. Das ist eben, vielleicht ist es, um da die Brücke zu schaffen, hilfreich, wenn ich einen kürzeren Vorhang habe, als die gesamte Höhe ist. Das heißt, wenn der Vorhang ja nicht ganz bis zum Boden geht, sondern in jetzt hier 6 Meter lang ist und wir haben eine 10, Traverse auf 10 Metern Höhe, dann kann ich da eben den Abstand oben hin definieren, sodass er an der Unterkante der Traverse hängt. Ich gehe hier die essentiellsten Einstellungsmöglichkeiten durch. Wir haben die Möglichkeit, hier eine Stange einzusetzen oder auch eine Laufschiene, ja, in die der Vorhang fahren soll. Da sind halt immer die Sachen, was für euch, für eure Zeichnung wichtig ist. Es ist halt zu erwähnen, dass je weniger, ja, Deko oder je weniger Detail ihr habt, desto flüssiger läuft die Datei. Gerade im großen Stil, aber für, ich sag mal, die normale Produktion kann es schon Sinn machen, diese Details einzublenden, um eben da auch in der Visualisierung oder in der Veranschaulichung das Ganze möglichst detailgetreu zu haben. Ich kann sagen, wie lang ein Einzelvorhang sein soll, kann hier eben die Länge definieren, kann die Überlappungen definieren und ja, allerlei Kram einstellen, den ich da eben gerne haben würde. Wichtig wäre in dem Bezug in meinen Augen noch die Faltenbreite und Faltentiefe. Breite ist natürlich, je größer ich die wähle, desto länger zieht sich meine Falte. Und die Tiefe ist natürlich dann die Ausprägung in den Raum. Also wie intensiv diese Falte sich, wenn ich jetzt zum Beispiel 0,1 wählen würde, hätte ich sehr, sehr große Wellen. Das sind noch zwei. Ich kann das Ganze auch sich spiegeln lassen. Das heißt, die eine kommt und im gleichen Moment reflektiert sich es wieder auf die andere Seite. Und ja, 3D-Attribute, eine Einstellung weiter unten. Da kann ich eben sagen, ob es blickdicht, also Molton sein soll, ob es so eine Art Gaze sein soll, die blickdurchlässig ist oder ob ich es auch bedrucken möchte. Und dann kann ich auch immer wieder oder stets die Vorhangfarbe definieren, zum Beispiel Rot, die er mir dann auch eben drauf macht. Das erinnert mich jetzt ein bisschen ans Theater. Ja, hier unten die Aufhängung können wir noch definieren. Ich denke, das sind sehr viele Detaileinstellungen. Da macht es auf jeden Fall mal Sinn, sich die alle einzeln durchzulesen oder durchzuprobieren. Das werde ich in dem Rahmen dieses Webinars heute jetzt nicht tun. Auf jeden Fall bringt der Vorhang
sehr viele Einstellungsmöglichkeiten mit sich. Also ihn könnt ihr sehr, sehr detailgetreu anpassen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und ja, ihr könnt ihn auch als Molton zum Beispiel nutzen zum Abkaschen von der Bühne. Und das würde ich jetzt in dem Zuge noch schnell einmal zeigen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an der Bühnenkante gerne eine Abdeckung hätte, ich will die eckige Version, wähle einmal den Punkt, die Ecke, und hier oben die Ende der Rampe. Und am Ende mit dem Doppelklick, zweimal Klick bestätigen. Jetzt haben wir hier diesen Vorhang, der ist natürlich mit 6 Metern viel zu hoch. Ich brauche einen 1,50 Meter Vorhang. Und wir sehen auch, dass dadurch, dass es noch ein Vorhang ist, sich diese Wellen nicht an die Kante anschmiegen. Und wenn ich jetzt das ändere zu einer Verkleidung, sehe ich, dass er das sozusagen erkennt und sich drumherum oder obendrauf setzt. So kann ich eben gerade bei Bühnen schöne Verkleidungen oder Abdeckungen erstellen. Dann sieht das Ganze ein bisschen ordentlicher aus. Genau, so viel dann zu dem Vorhangwerkzeug. In dem Zuge würde ich jetzt einfach noch kurz das Absperrungswerkzeug setzen, was eigentlich einfach nur ein netter Dekorartikel ist. Gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie beim Vorhang. Ich definiere die Linie, für die ich gerne eine Absperrung hätte. Ich kann auch hier ein Polygon bauen oder am Ende halt einfach mit einem Doppelklick bestätigen. Und hier habe ich auch eben Möglichkeiten, das Ganze näher zu definieren. Auch hier in den 3D-Attributen Möglichkeiten, die Pfosten, die Füße, die Gurte oder Gurtendstücke eben zu definieren. Und je nachdem, was ich dann dafür Einstellungen wähle. Ich kann auch hier verschiedene Fußtypen auswählen. Ich kann auch sagen, was das für ein Absperrband sein soll, ob es einfach ein Gurt sein soll, eine Kette oder ein Kordel. Und je nachdem, was ich da ausgewählt habe, setzt er mir dann eben in die Zeichnung ein. Als eine Absperrung. Kann, denke ich, in vielerlei Hinsicht Verwendung finden. Und je nachdem, was für einen Hersteller ihr da habt oder was für Anforderungen ihr da habt, wann ihr einen Pfosten haben möchtet, könnt ihr das eben hier in den Absperrungseinstellungen einstellen. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel, das lässt sich auch alles, wenn man einen einmal eingestellt hat, super gut duplizieren. Wenn ich jetzt die Steuerung-Taste bei Windows gedrückt halte oder die Leute, die mit Apple arbeiten, die Alt-Taste gedrückt halten, kann ich es problemlos rüberziehen und vielleicht solche Routen bauen, in denen oder eine Schlange, an der sich Leute anstellen sollen oder wie auch immer. Also das Absperrungstool einfach ein nettes Gimmick, sage ich mal. Genau. Um heute abzuschließen, würde ich noch ganz kurz das Thema GIS ansprechen und da auch gar nicht so ins Detail gehen. Es geht darum, das wurde jetzt in Vectorworks Spotlight hinzugefügt, dass wir eben, wenn wir eine gewisse Region, eine gewisse Karte brauchen, eben da die Möglichkeit haben, uns diese Karte als Hintergrund eben darstellen zu lassen, um zum Beispiel auf einem Gelände etwas planen zu können. Und dafür sind eben genau diese beiden Werkzeuge Geobild und Geolokalisieren da. Und wenn wir mit Geolokalisieren anfangen, weil wir müssen zuerst den Punkt definieren, auf dem wir planen wollen, bevor wir ein Bild davon erstellen können, dann wähle ich das erstmal aus. Jetzt sagt er mir, dass wenn ich mit diesem Werkzeug arbeite, ich die geografische Position meines Nullpunktes verändere. Das heißt, da wo ich jetzt meinen Punkt setze, da wird mein neuer Vectorworks Nullpunkt sein. Das bestätige ich mit OK. Und jetzt erscheint hinten schon die Karte. Das ist in der grundlegenden Einstellung ist das Berlin oder sollte Berlin sein. Ihr könnt hier in den Einstellungen auch den Dienst ändern. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wer da Interesse hat und sich mit auseinandersetzen möchte, gerne mal in den Wiki-Eintrag schauen zu Geolokalisieren zu GIS von Vectorworks. Ihr könnt auf jeden Fall verschiedene Dienste auswählen, die euch dann verschiedene Karten zur Verfügung stellen. Und hier ist vielleicht wichtig zu sagen, dass der Dienst das von Geolokalisieren muss eben mit dem Dienst von Geobild übereinstimmen, damit ihr da diesen Ausschnitt eben ausschneiden könnt. Genau. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Und hier mit der ersten Option verschiebe ich eben meinen Nullpunkt. Das heißt, wenn ich irgendwo hinklicke, seht ihr, dass mein Nullpunkt und all das sich dorthin verschiebt. Wenn ich das Ganze rotieren möchte, kann ich auch die Option Rotieren wählen und meinen Plan rotieren oder meine Karte rotieren, wie ich sie eben benötige.
Und ich kann hier auswählen, ob ich das Ganze als Karte dargestellt haben möchte oder eben als Satellitenbild. Und um jetzt dahin zu kommen, wo ich gerne sein würde, beziehungsweise um meine Location zu finden, ich habe das Ganze hier schon mal ausgetestet mit der Messe Frankfurt und mit dem Gelände von der Messe Frankfurt. Da wähle ich einfach oder gebe hier einfach meinen Suchbegriff ein, finde dann demnach, was der Algorithmus mir da ausgibt, in der Datenbank die Koordinaten. Ich wähle das aus, was ich halt eben benötige. Hier jetzt die Frankfurt, die Messe Frankfurt. Und hier sehen wir auch schon, dass er mich dann genau dorthin bringt auf dieser Karte. Das sehen wir hier die verschiedenen Hallen. Hier ist die Festhalle, an der ich mich auch orientiert habe mit der Zeichnung. Und wenn ich jetzt hier meine Lokalisierung setze und einmal klicke, ich habe sie etwas zu klein gebaut. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch den Plan drehen, dass es so passt, wie sie da steht. Auf jeden Fall, nur damit ihr halt ein bisschen mal die Funktionsweise denn da versteht. Das heißt, ihr müsst dann auch klicken an die Stelle, an der ihr gerne eure Zeichnung habt, falls ihr schon mal etwas gezeichnet habt. Und dann setze ich eben den Nullpunkt genau an diese Stelle. So, möchte ich jetzt von dem Ganzen einen Geobild-Ausschnitt haben, dann muss ich das Tool Geobild auswählen. Und hier gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Bild anzulegen. Hier können wir wieder einen Dienst auswählen. Wie gesagt, das ist das gleiche wie bei dem Geolokalisieren. Das lassen wir mal so, wie es ist. Wichtiger ist, was für eine Art von Bild wir haben wollen. Wollen wir ein Polygon zeichnen oder wollen wir ein Rechteck zeichnen? Und hier kann ich auch nochmal sagen, was für einen Hintergrund ich gerne hätte. Möchte ich das aus dem Satellitenbild raus oder möchte ich das Satellitenbild als Hintergrund haben oder möchte ich die Karte als Hintergrund haben? Ich lasse es jetzt mal bei der Karte und sage, ich hätte jetzt gerne einfach mal dieses Gelände als, ja, Geobild. Dann ziehe ich das und jetzt ist der Unterschied, das Geobild bleibt, wenn ich diese Einstellung Geobild verlasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach wieder auf das Aktivieren-Werkzeug gehe, verschwindet der Rest. Der Rest ist immer nur so lange da, solange ich das Geobild-Werkzeug oder das Geolokalisieren-Werkzeug aktiviert habe. Verlasse ich diese Werkzeuge, dann verschwindet auch der Hintergrund sozusagen. Aber wenn ich ein Geobild erstellt habe, ist eben dieses Geobild immer da. Ich drücke jetzt Steuerung B, das wäre bei Apple und Apfel B. Dann rückt das Ganze in den Hintergrund. Ich verschiebe das Ganze in den Hintergrund, dass wir wieder sehen, was wir gezeichnet haben. Und ja, so erstellt man sich ein Geobild. Ist natürlich beliebig groß skalierbar, wie man das eben benötigt. Genau so als kleine Einführung mal in diesen Bereich. Wie gesagt, es wurde jetzt in Vectorworks 2020 mit neu aufgenommen für Spotlight. Und genau. Das wäre es dann von meiner Seite für heute, was den Input angeht, für ja, die heutige Agenda. Ich hoffe, es war alles soweit verständlich und ich bin jetzt auch noch mal gerne offen für Fragen. Heute waren es relativ viele verschiedene Dinge, die ich gezeigt habe und auch viele verschiedene Dinge aus verschiedenen ja, Themen. Gerade die Bestuhlung, ich glaube, das war ein bisschen holprig. Falls ihr da jetzt nochmal Fragen habt, gerade zu den Stilen oder wenn wir da nochmal etwas erstellen sollen oder wenn man da irgendwas einstellungstechnisch zeigen soll, fragt bitte gerne. Wie gesagt, ich würde jetzt in die folgende Fragerunde da nochmal mir gerne Zeit nehmen. Ansonsten für die, die jetzt schon uns verlassen, danke, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Webinar. Also bis gleich in der Fragerunde. So, ich habe schon eine Frage hier drinnen und zwar, wie kann man eigene Stile speichern? Ich denke mal, das ist auf die oder für die Bestuhlung gemeint. Meines Wissens geht das so einfach nicht. Also was wir machen können ist, wir können uns halt hier einen aussuchen oder einfach selbst einen hier einstellen. Je nachdem, was ich gerne für Parameter habe. Bei manchen Werkzeugen hat man hier die Möglichkeit, dann einen gewissen Stil zu speichern oder anzulegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Bestuhlung geht, aber diese, wie nennt man das, Stile, die es von Vectorworks schon gibt, die seht ihr ja, sind in diesen Ordnern integriert. Und wenn ich hier eigene Bestuhlungsstile
integrieren möchte, muss ich das auch über diese Ordnerstruktur eben tun und sie in diese Ordner eben mit einfügen. Aber wie das genau im Detail geht, kann ich leider oder weiß ich leider nicht. Aber ich kann die Frage gerne mal weitergeben. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, hier fragt jemand, dass er das Tool Geobild in Spotlight nicht, Entschuldigung, finden kann. Hast du bei Extras Arbeitsumgebung hier die Spotlight-Arbeitsumgebung ausgewählt? Oder ist es bei dir Designer? Okay. Ansonsten nochmal drauf drücken, nur zur Sicherheit. Und es ist wichtig, dass ihr mit 2020 arbeitet. Sehen, was war das? Das kam bei 20. Okay. Okay. Wenn das nicht geht, dann mal versuchen. Aber was wirklich komisch ist, weil normalerweise sollte es in der ursprünglichen, es kann sein, dass als du geupdatet hast, gesagt hast, übernehmen meine Daten, meine Einstellungen und dass er da die Arbeitsumgebung eben nicht übernommen hat. Was du auch machen kannst, ist in der Arbeitsumgebung auf Arbeitsumgebung anpassen gehen. Dauert dann einen kleinen Moment. Und wenn du hier in diesem Menü bist, wenn du in diesem Menü bist, dann kannst du bei den Werkzeugen, also das war im ersten Webinar schon mal erklärt gewesen, was man in diesem Menü machen kann, ist, man kann sich seine Arbeitsumgebung nochmal selbst individualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf Werkzeuge gehe und schaue hier rechts bei den Paletten, das sind äquivalent hier die Konstruktionspalette, hier die Ansichten und die Werkzeuggruppen. Und die Werkzeuggruppen habe ich eben hier. Wenn ich die Werkzeuggruppen mal aufmache, dann sehe ich auch, dass ich hier die verschiedenen Werkzeuggruppen habe, äquivalent wie hier. Und jetzt gehe ich mal in die Veranstaltungsplanung und dann sehe ich auch, dass ich hier das Geobild habe und das fehlt eben bei dir. Was wir jetzt machen können ist praktisch aus dem Werkzeugepool, weil es sind nicht alle Werkzeuge hier rechts vertreten. Deshalb würde ich jetzt alle Werkzeuge einmal aufmachen. Die sind nämlich alphabetisch geordnet. Hier seht ihr auch, hier sind noch verdammt viele Werkzeuge. Das würde einfach hier die Menüs sprengen vom Umfang her. Deshalb hat man da nicht alle integriert. Aber ihr könnt halt jederzeit, wie ihr wollt, das Ganze integrieren. Das heißt, wenn du jetzt hier alle Werkzeuge mal aufploppst und dann auf G runterscrollst, dann müsstest du hier Geobild und Geolokalisieren haben. Und hoppa, die machst, lässt du dir dann so offen, dann gehst du hier auf deine Veranstaltungsplanung, das heißt hier oben erstmal Werkzeuge, dann hier Paletten, machst du dir deine Werkzeuggruppe auf und die Werkzeuggruppe Veranstaltungsplanung. Und wenn du dann beides so nebeneinander hast, kannst du hier das nach rechts ziehen. Das war falsch. So. Also nicht unter das Werkzeug, sondern hier vorne an die Linie. Und dann kannst du dir beides da reinziehen. Und wenn du das hast, nicht einfach abbrechen, sondern auf OK drücken, wenn du die beide rübergezogen hast. Wenn du etwas löschen willst, muss man das mit Entfernen machen. Ich hoffe, das funktioniert. Würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen. So, dann kam die Frage. Leider habe ich das letzte Webinar verpasst. Wie komme ich da dran? Um was geht's da? Oder auf was war das bezogen? Alles klar.
Ja, ansonsten mal dem Support schreiben, weil normalerweise sollte es in der Arbeitsgruppe oder der Werkzeuggruppe hier mit jetzt mit drin sein. Wie gesagt, ansonsten einfach da händisch nochmal nachträglich reinholen. Einmal vielleicht nochmal kurz Rückmeldung zu der Frage, was du im letzten Webinar verpasst hast und an was du ran musst. Das Video müsste auf Vectorworks Deutsch, auf dem YouTube-Kanal Vectorworks Deutsch hochgeladen worden sein. Ich meine, es schon da gesehen zu haben. Schau mal bei dem Kanal vorbei, Vectorworks Deutsch, da müssten alle 5 sogar hochgeladen sein. Ich kann aber auch gleich schnell mal schauen, weil hier kam noch die Frage, wie setze ich die LED-Wand mittig an die Traverse? Ich mache mal dieses Geobild weg. Ich mache es einfach mal mit einer Linie. Mach die auch mal ein bisschen dicker. Also das rate ich sowieso den meisten, die mit Vectorworks effizient arbeiten wollen und schnell arbeiten wollen oder schneller arbeiten wollen. Die Werkzeuge spiegeln, rotieren und verschieben immer wieder zu benutzen, weil wenn man die drei beherrscht, dann kann man sehr viele Operationen sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell lösen. Also wir hatten jetzt unsere LED-Wand gezeichnet. Die verschiebe ich erstmal mit M oder mit dem Verschieben-Tool hier an diesen Einfügepunkt. Traversensymbole haben immer, ich zeige es mal in einer anderen Traverse, haben immer dieses Kreuz. Das ist ein Punkt hier. Das Werkzeug ist das. Und das hilft uns eben, einmal eine Orientierung zu haben, aber auch bei manchen Werkzeugen hilft es einfach, einen Matchpunkt zu haben. Dass wenn Punkt den Punkt kreuzt, dass ich dann genau weiß, okay, die Objekte liegen aneinander. Dafür kann man die nutzen. Und für unser Beispiel dient es jetzt schön zur Orientierung, einmal zur Ausrichtung an der Traverse und einmal für das Ausrichten mittig. Weil wenn ich jetzt das Rotieren-Werkzeug benutze, kann ich die Rotierachse wählen oder den Rotierpunkt, also natürlich hier der Punkt, wähle dann mit dem zweiten Klick meine Linie und kann dann hier an den Punkt matchen. Und der letzte Schritt ist dann nochmal das Verschieben-Tool zu benutzen, mit dem Shortcut M. Jetzt peile ich hier den Punkt an, peile den Punkt an. Und jetzt habe ich hier 2 Meter und ich brauche nur die Hälfte, also mache ich 1 Meter. Oder generell die Distanz durch 2. Und so kann ich es dann ausrichten. Also generell, wenn ich ein Objekt habe, das ich in einem Bereich mittig ausrichten muss, dann muss ich die übrige Distanz durch 2 teilen. Habe ich 2 Objekte, die ich hier ausrichten wollte mit gleichem Abstand, dann müsste ich die Distanz durch 3 teilen. Das wird bei Vectorworks ziemlich oft der Fall sein, dass ich irgendwo irgendwas ausrichten möchte mit gleichem Abstand. Und dann wird oft der Fehler gemacht, dass man es durch die gleiche Anzahl an Objekten teilt, die Distanz. Nur so als kleiner Tipp. Genau, gibt es noch mehr Fragen oder allgemeine Dinge? Alles klar. Und wie gesagt, beim GIS, ich bin da nicht der größte Experte mit, weil das ist ja nochmal ein riesiges Feld. Hier kann man ja auch sich Dienste aussuchen und tralala. Ich wollte wirklich nur eine kurze Einführung, aber ich glaube, das kann sehr, sehr, da geht es noch sehr, sehr ins Detail für die Interessierten. Ja.
Gibt es eine Studentenversion von Braceworks? Ich bin ja auch noch Student und wir haben es noch nicht, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Da müsste man mal mit der Education-Abteilung reden oder da mal fragen. Jupp, ich wünsche dir auch ein schönes Restwochenende. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich auch um 19:15 das Webinar schließen. Je nachdem. Aber können auch gerne noch über irgendwelche Themen quatschen, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt. Kabelplanung kommt im nächsten Teil zu diesen Kabeltools. Kommt auch eine kurze Einführung. Naja, nächste Woche Kabel. Kurz mal gucken. Gut, ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Dann würde ich das Webinar schließen. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und macht's gut.